Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Secret of Evermoon und TKB! Diesmal bin ich die Little Reader am Controller. Wir sind hier in dem Waffelberg-Laboratorium. Ich habe schon gelesen, von seinem Computer kann man die beste Rüstung kaufen. Okay. Armor Sales Mode engaged in Put Selection. Ach du meine Güte, sind die teuer. Die teuer haben wir ja gar nicht genug Geld für. Können wir nicht irgendwo unser Geld umtauschen? Virtuelle Weste. Stimmt, wir müssen eigentlich mal wieder unsere Sache umtauschen, weil... ja, wie gesagt, das haben wir definitiv nicht getan. Ja, aber es hier irgendwo gar niemanden gab, der das gemacht hat. Tja. Ein Wunder, dass man von den Gegnern so viele Credits gekriegt hat. Vielleicht können wir uns wenigstens ein Rüstungsteil leisten. Wir könnten zumindest dem Hund eins kaufen. Ah, da war's, Money Exchange. Nein, nicht du. So, na dann. Ja, tausch alles um. Talents. Okay, jetzt haben wir genug Geld. Was? Nee. 417.000 waren das. Und vor allem war noch was irgendwie. Mach nochmal Money Exchange. Genau, da war nicht noch was. Wieso können wir keine Gold Coins changen? Vielleicht hatten wir gerade keine. So, gut, dann kauf mal ein. Eins. Virtuell. Zwei. Und drei. So. Gut, dann tun wir uns mal umziehen. Ja, das haut rein. Ja, tut sie. Kein Wunder, dass wir nicht einkaufen sollten, diesem anderen. Ja. Aber wie denn, die sind virtuell, wie funktioniert das? Ich habe keine Ahnung. So, na gut, wir haben erfahren, wir sind ja quasi in einer virtuellen Realität, wenn ich es richtig verstanden habe. Eigentlich schon, ja. So. Gut, dann verkaufe ich noch den anderen Kram. Ja, aber echt, es würde sein, dass du jetzt hier alles verkaufst, was wir nicht angezogen haben. Genau. Halsband noch. Genau. So. Gut. Jetzt müssen wir hier wahrscheinlich raus, oder? Also, wir haben Ruffleberg gemacht, so. Was get the laser lance from the treasure bin through the north door? Ah, hier geht's rein. Da, das da. Laser lance, das klingt doch schon mal gut. Cool, neue Waffe. Die jetzt auch an. Ja. So, warte mal, lass mich kurz lesen. Moment, der Hund schnuppert gerade, ich guck mal, wo er hingeht. Nee, der will das wieder reingehen. Ich schätze aber mal, dass wir auch da durch sollen. Ja, wir müssen jetzt in den Shuttle rein, ja. Wenn es mal klappen würde wieder. Die Katze macht hier wieder Blödsinn. Oh, wir haben die doch extra müde gespielt. Scheinbar nicht müde genug. Huch, jetzt haben wir echt einen Shuttle. Ja, und jetzt kannst du überall landen, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Wir sollen nach Gossika gehen, oder? Wir müssen auf jeden Fall zum Chessboard. Ja, da müssen wir nach Gossika und das dürfte hier sein. Ja, aber da sind wir doch viel zu weit weg, oder? Nee, das ist direkt halt... Stimmt, Moment, das ist Ebb und Keep. Hoppla, da wollte ich doch jetzt nicht landen, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich würde sagen, Eppenkeep ist ein bisschen weit aber weg. Stand in der Lösung nicht noch irgendwas, dass wir was kriegen von den anderen Professor? Stimmt, ja. Stimmt, wenn jetzt, wir müssen zu dem anderen Professor, zu Tinker's Laboratory. Da sind wir gerade. Und, da kannst du den Atom Smasher looten. Wo denn? Ist da irgendwo eine Truhe? Ich kann mich erinnern, das war da irgendwo, wo ich da unten, wo ich gemeint habe, da müsste was sein. Genau, hier musst du mal gucken, in die Schatztruhen und so. Der Atom Smasher. Das ist jetzt noch die letzte Axt, nehme ich an. Oh, ja. Und hier gibt es außerdem noch die Alchemie-Formel. Genau, die gab es auch noch. Nitro, Big Explosion brauchen wir jetzt nicht. Wir haben Powder und Two-Part Squeeze. Moment. So, und jetzt müssen wir, genau, return to the chessboard, take the southeast stair once in the center. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal fliegen. The southeast stair once in the center, wo gehst du hin? Zum Chessboard. Wenn du da landen kannst. Ich hoff's mal, ansonsten müssten wir wieder durch den ganzen verdammten Wald gehen. Da ist das Chessboard, siehst du, wir hätten nämlich direkt auch hingehen können, wenn der nicht irgendwo. Hast du eben noch gesagt, wir sind falsch. Ich hab dir eben gerade vorgelesen, wohin du gehen kannst, bevor du da hast du das Raumschiff schon betreten. Hier
das Flugteil hätten wir mal sehr viel früher kriegen sollen. Ja. Da oben ist die Tür. So, wie gesagt, jetzt gehst du mal in die Mitte. Da bin ich. Also, ja, in die Mitte dieser Burg. Ach, ich mag die Musik vom Ebon Keep. So, und hier nimmst du jetzt die Southeast Stairs. Das wären dann ja die hier. Ja, geh erstmal nach unten, würde ich sagen. Das bringt ja nichts, weil... Stimmt. So. Vor allem hieß es vom Center, aber ich weiß nicht, ob das Center ist. Wir finden es schon. Müssen nur wieder aufpassen, dass wir nicht wieder an den Ort rennen, wo der Rattenkönig war. Ja. Gut, der dürfte hier in dem Spielstand erledigt sein, wenn ich es verstanden habe. So, ich glaube, die hier musst du nehmen. Rechts. Die da? Genau, so hier müsst ihr irgendwo... Geht's nicht irgendwo rein? Nee? Nee. Okay, dann geh nach unten. So, siehst du, da war der Rattenkönig. Ja, yes, den haben sie erledigt. So, Southeast Stairs. Das wären dann die. Nein, das ist Süden. Das war ja auch Süden. Was zum... Och, nee, das kann gar nicht sein, hä? Also irgendwie will er mich hier verarschen. Return to take the Southeast Stairs... Achso! Wenn man im Chessboard ist, soll man Southeast Stairs nehmen, ja. Ja, nicht doch, von hier aus. Wir müssen zum... Nach Westen raus. Ja, hier wirst du auch wieder nur da raus können, weil... Achso, ja, wir müssen durchs Schloss genau rein. Und du, Schätzchen, gehst jetzt mal da weg, ich sehe nämlich nichts. Clara, was soll denn der Mist? Jetzt sind wir hier. Aber von da aus kommen wir ins Chessboard, ich muss nur den richtigen Ausgang finden. Ja. Ich mach mal Karten auf. Ja, ich glaube, ich hab's. Dummes Ding. Oder ging's da? Nee, dann ging's zum Wald zurück. Jetzt hat's das Mikrofon berührt. Solange es noch fest ist, soll ich wirklich nicht wieder zurück ins Raumschiff steigen und einfach auf die andere Seite fliegen? Ich bin ja gerade dabei, eine Karte zu suchen. Ich weiß nämlich nicht, ob du mit dem Ding wirklich überall landen kannst. Ich glaube es nämlich nicht. Überall, wo eins dieser Feuer ist, kann man landen. Das hätte ich doch wenigstens mal nachschauen können. So, Ebon Keep. Clara. Ich glaube, ich finde hier was. Sag mal! Er hat schon wieder das Mikrofon berührt. Jetzt entscheide ich endlich mal. Okay, ich hab's gefunden. Okay, gut. Dann war ja schon immer Musik. Ich glaube ja. So, legst du dich jetzt endlich mal hin, ja? Oh, wow. Oh, die dummen Dinger, dass die immer noch einmal Schaden machen. Ich fass es nicht. Null. So, jetzt leg dich endlich mal hin, Süße. Ja, ich bin falsch gelaufen. Jetzt komm schon, lass mich hier durch. Ich will doch nur in die Mitte zurück. Hier lang. Ich glaube, ich hab's gleich. Pixie Dust. So. Geschafft. Puppi. Holen wir uns mal die Energiequelle. Oder gibt es einen Alchemisten, den du ansprechen kannst? Das ging schnell. Hier. Genau. Na dann sprich ihn. So, welcome my friend. I don't get many visitors down here. Kein Wunder, dass sie jetzt erst aufgegangen. An annoying food night usually scares them away. Oh, you have the Oracle Bone. I can give you 2 alchemy formulas that you will find quite useful. Force you when of an enemy's strongest blow. And you stop to keep your enemies at bay. Keines davon finde ich gerade besonders interessant. Ja, dann. Target gets beamed. Nein. Oder willst du was kaufen? Ich guck mal, was er hat. Please, haben wir so gut wie nichts, aber wir haben auch nicht gerade viel dabei. Wie sehe ich gerade unsere Heilung aus? Ich darf nicht so viel Heilung benutzt haben. Und 37 und 23. Okay, das sollte reichen. Sollte reichen, ja. Ja.
So, müssen wir jetzt zurück zum Professor gehen, oder? Ich glaube schon, ja, ich lese nochmal kurz, aber kannst du schon mal zurückgehen, denn ich bin mir ziemlich sicher. Gut, dann laufe ich zurück zu unserem Schiff. Hier war ich. Da ging's raus. Ja, wir müssen zurück zum Professor. Das hört sich, der Schmügelschleim hört sich an, wie Schnuffeln vom Hund. Das kriegt, tut mir langsam Aggressionen verpassen. Scheiß Viecher, Mann. Rennt denn der Hund jetzt hin? Ich hab's schon oft genug gesagt. Übrigens solltest du deinen Speer aufleveln, damit du schmeißen kannst. Warum brauchen wir das? Ja. Dann nehme ich einfach den den anderen Speer. Ich habe jetzt keinen Bock, den auch noch aufzuleveln. Gut. So, na dann. Nach oben. Außerdem haben wir auch einen Typ-Bazooka, vergiss das nicht, mit jeder Menge Munition. Halt, Moment. Doch, so doch richtig. Echt? Ja, du musst hoch und da gibt's dann den Die Königin. Die Königin und da musst du nach rechts. Ach ja. Und durch den Raum. Zurück zum Professor. Wenn wir nicht hängen bleiben. Und speichern. Ja, selbst jetzt setzen. The Energized Alchemy is sure to help you in your fight with Cauldron. Energized Target Heroes Attack. Ja, das ist. Das hört sich gut an. Ja, dann mach mal irgendwas weg, was du denkst. Jawohl. The formula requires a crystal and one part iron. And guess it, your next blow is going to be a big one. Nope. So, und jetzt? Jetzt deck dich mal schön ein im Shop und dann, reden wir mit dem Professor, dann soll es nämlich losgehen. Das haben wir schon alles gekauft. So, und was mit denen? Hat's nicht irgendwie andere Sachen? Sieht nicht shoppen? So aus. Ja, gibt's halt. Geh mal nach links, gibt's da nicht noch weiteren Shop-Ding? Nö. Okay, weil es irgendwie heißt, jetzt sollte man sich eindecken im Shop. Wahrscheinlich meint er mit einem Shop, wo man Alchemie-Zutaten kaufen kann. Ja, wie auch immer. So, auf jeden Fall, jetzt können wir es probieren. Speichern. Cauldron is hidden away in a chamber in the center of Omnitopia. The key to entering the chamber is the energy core. Take it to the Chankyot sector and activate the transport tube. Ja, ja. Okay. Okay, dann müssen wir jetzt also raus zum Chankyot gehen. Das ist ein weiter Weg, oder? Ich glaube ja. Tja, die Dinger. Naja, kriegen wir schon hin. Wenigstens können wir jetzt hier durch, oder? Ja, die Dinger sind. Oh, die sind wirklich alle deaktiviert. Gut zu wissen. Schön. So, ich glaube, geh mal ganz nach links, bis es nicht mehr geht, denn dann müsstest du. Müssen wir eigentlich dort sein, oder? Genau, dann bist du nämlich jetzt noch weiter. Autsch. Autsch. Trotzdem macht nicht mehr so viel Schaden wie letztes Mal. Level 35. So, jetzt genau. Da müsstest du dann noch runtergehen können. Wenn ich darf. Ah, man muss drücken. Natürlich muss man drücken. Stimmt, der Junkyard war das vom Anfang, oder? Genau. Um 910. Sicher, dass wir überhaupt den Speer brauchen. Der Hund macht doch die ganze Arbeit. Ja, wenn er dann trifft. Man kann den Hund auch selber übernehmen, nicht vergessen. So, jetzt bist du im Junkyard. Jetzt, keine Ahnung. Ich gehe jetzt nicht raus. Ja, schau doch mal in die Lösung, was die sagt. Du musst den Chor einsetzen. Ja, schön. Ja, wo? Ja. Im Center hieß es, glaube ich.
Dann schaue ich mich hier jetzt mal Use the energy core at the bottom left area of the area. Ah, hier nehme ich an. Das sieht nach was aus. Da links, links in das Ding, genau. So, jetzt wird es Zeit für Speichern. Ja, jetzt wo wir... Naja, okay, gut. Kriegen wir schon hin. Tja. Nutzt das Ding. Ja, ich hab's versucht. Über Feinjustierung. So, nicht dann. Final Boss Musik. Kämpf mal drauf los. Wo ist denn überhaupt dieser Gegner? Wir sind nur Bomben. Ah. Du musst die Bomben da hochschleudern. Ja, verstehe. Komm her. Bomben. Was sind sie denn? Noch weiter nach oben. Weiter geht's doch nicht. Es bringt nichts, da ist grad Wind gegen dich. Na doch, die Ventilatoren sind kaputt gegangen. Siehst du? Na! Der Hund ist im Weg. Ja, und jetzt hat er auch noch Schaden genommen, der Depp. Das ist ein bisschen nervig. Noch weiter. Tut mir leid, dass die gleich explodiert. Nimm du halt den Controller in die Hand und mach das, wenn du dich die ganze Zeit aufregst. Ich drehe den Bildschirm ein bisschen. Oh, toll. Das hast du jetzt aber Pech gehabt. Die 999 Schaden heben gerade die ganze Zeit. Na toll. Sehr schön gestoppt. Doppelpack. Gut gemacht, Hund. Aha, da ist was kaputt gegangen. Kannst du da jetzt hin? Pff, der Hund kann das auch. Der Hund will ja gar nicht die Bomben benutzen. Oh Mann. Dann geh doch auf den Hund. Na echt, dann mache ich es selber. Allerdings. Ist nur ein bisschen auf die HP vom Helden achten. Vielleicht nicht loslassen sollen. Wow, jetzt macht er es aber oft. Ja, wenn nicht mal schon so viele kaputt sind. Hast du den nächsten kaputt bekommen? Ja. Oh Mann. Der Toasterhund ist wirklich unglaublich übermächtig. Was zum... Dein Aufladen war plötzlich weg. Hat getroffen, aber... Ja, hat getroffen. Er ist noch nicht weg. Hätte das noch mit den Bomben klappen sollen, wenn es die ganze Zeit weitergeht. Ach komm. Mach ich so auch viel Schaden? Nee, null. Nee, musst du mit Aufladen machen. Das Problem ist nämlich, jetzt mittendrin macht er manchmal plötzlich so eine komische Attacke, dass ich zurückgeschleudert werde, ohne dass ich was tun kann. Guck das hier. Kann ich nichts machen. Interessant. Ja, es hat getroffen. Sehr gut. So. Einer eins. Noch? Ah, diese Dinger da, diese komischen, machen auch die sowas. Röhren. Ja. Gut. Sind so. Alle kaputt? Nee, nur die Röhren da auch noch. Ach so. Ja, jetzt hat der Held auch mitgeholfen. So, jetzt nur Phase 1, so wie ich es gesehen habe, hat er einige Phasen. Hm, könnte ein längerer Part werden. So, und jetzt? Wow. Vielleicht musst du auch noch die Röhren kaputt machen, wo die Bomben rauskommen. Stimmt, ja. Das kann ich mir jetzt eher vorstellen, ja. Jetzt nehme ich mit dem Laptop und schaue die Strategie an. Ja. Also die nehmen aber keinen Schaden. Ich schieß mal gerade irgendwo hin, ob irgendwo Zahlen aufpoppen.
gar nicht lang. Nee, ich... Dann mach mal kurz Pause, gib mir den Laptop in die Hand. Wir sehen die Phasen mal durch. Ja. Man muss dann nach oben laufen. Und ein... Ach, Schalter! Drück die Schalter! Also ein Schalter hinter den Fans gewesen, siehst du sie? Ah, vor allem, guck, ich kann sie doch kaputt machen. Achtung, guck mal. Tatsächlich. Boom. Ah. Sollst sie alle drücken, wenn ich das richtig sehe. Es müssten Gegner kommen. Ja, ich sehe gerade ein Dino rum. Wow. Wenn ein Spinnengegner kommt, der kann dich in einem Hit killen. Oh, okay. Was soll ich dann machen bei dem? Am besten die Alchemieformeln, die dir helfen, wie Speed und Defend und Energize und so. Carsten. Hallo? Es sind gleich neue Gegner kommen, hieß es. Den beiden Opfern kommt dieses Death Spider Ding. Hey, jetzt musst du mal heilen. Meine Hüte. Ja, der Hund macht gerade alles. Irgendwie kann ich damit nichts machen. Guck, nothing. Ja. Solltest du euch mal beide heilen. Mach einen super Heal. Sehr gut. Da kommt jetzt, das ist der reinste Gangfight, wenn ich das richtig sehe. So. So, ich werde mal hier zur Sicherheit noch ein Safe State machen, damit wir das Ganze nicht nochmal machen müssen. Ja. Was ist das, die Death Spider? Nein, die, das ist so ein Vieh, das kam vorhin auch schon. Ich frag mich auch, warum das so. Achso! Ach, der hat hier aufgesaugt. Hm. Ach, deswegen! Ich muss den schnell besiegen, damit er die nicht aufsaugen kann. Ach so! Ich kann hier aber nicht, oder? Ich lese hier gerade noch ein bisschen. Auf jeden Fall wird hier empfohlen, dass du die Dings. Nicht Quatsch. Also Speed-Formula einsetzt. Okay. Willst du das Schwert lieber benutzen? Ja. Ach du, der Hund ist gleich tot. Oh ja, ich sehe es gerade. Gib dir mal eine Heilung. Ja, der Part wird wohl ein bisschen Überlänge haben. Ja, kannst auch die Energize-Formel ja benutzen, dann machst du ja mehr Schaden. Oder du gehst einfach auf den Hund. Ich wollte sagen, ich glaube, ich wechsle einfach zu dem Hund. Doch, woher solltest du dich doch mal heilen? Ich glaube, die Speed-Formula dürfte aktiviert sein, also kannst du dem auch die Charaktere casten. Hallo. Na jetzt. Da willst du nicht die Speed-Formula einsetzen? Jetzt lass mich doch erstmal kämpfen!
jederzeit ins Menü gehen. So. Nummer 1 ist erledigt. Und jetzt kommt wieder dieser Saugroboter. Ich nehme an, du musst das Ding aufsammeln, damit das nicht... So, jetzt geht's weiter. Ah. Speichern? Ja. So, und jetzt dürfte er dann kommen mit dem... Spinnenroboter. Der hier ist es, der? Ich nehme es mal an. So. Großen Probleme gegen die Viecher gehabt. Moment, das ist schon die letzte, das ist schon die Phase 3. Okay. Oh, Speedos One Off. Und jetzt musst du heilen. Erstmal Speed, weil dann treffen die uns nicht. Das finde ich eigentlich praktisch. Sehr gut. Und jetzt kann er heilen. Ich will Super Heal nehmen. Das reicht auf ihn. Okay. Ah, stimmt. Der Hund ist voll geheilt. Der hat eben gelevelt, oder? Könnte sein. Bei der nächsten Phase heißt es, sollst du schnell sein. Aber jetzt müssen erstmal die drei erledigt werden. Och, Mann. Sogar ein bisschen was hier. Ich übe. Eins. 1894. Oh, schnell. Ach komm schon. Ich. Hallo. So, Speed. Du sollst wieder Speed einsetzen. Ja, weil das ist echt praktisch. So, willst du nicht den Staub einsammeln? Kann ich nicht. Habe ich vorhin schon die ganze Zeit probiert. Das kann nur der Staubsaugerroboter, den da. Da stand doch immer Nothing. Ja, weil ich damit nichts tun kann. Ach so, ich dachte, der ist das eingesammelt. Wenn er den nämlich dann einsaugt, dann kommen sie wieder. Das ist, das ist die ganze Mechanik dahinter. Das heißt, solange der Roboter überlebt, kommen diese Gegner hier immer wieder. Ach so, verstehe. Da stand jetzt nämlich nichts in dem Guide. Guck, nothing. Ja, ja. Oh, ja, jetzt. Egal, die haben dich ja jetzt nicht gekillt. Wie viel habe ich denn noch? 14, okay. Oh, jetzt kommt der Roboter wieder. Da sind die Death Spiders. Was zum... Ihr werdet jetzt gleich geklont. Ah, okay. Auf den Hund soll man aufpassen, heißt es. Oh, schnell. Nämlich echt gut, wenn wir so schnell sind, dann treffen uns diese Spinnen nicht. Das ist gut, ja. Deswegen kümmere ich mich jetzt auch primär erst um die Spinne. Oh, okay, jetzt habe ich noch meinen... Oh, der Hund wird jetzt geklont. Ich denke, auf den soll aufgepasst werden. Gott, ah, verdammt! Viel aus. Falls du nur mehr schaden willst, mach die Ender-Size-Formel auf den Hund. Und von unten Helden habt ihr ja bereits erledigt. Ich sehe nicht, dass die S-Spider an einem Hit killen. Lähmung auf den Jungen wäre angebracht. Denke ich zumindest. Wenn ich auflade, kann ich nicht wechseln. Kann ich nicht heilen. Ach so. Ihr seht, dass wir auch noch einige Callbeats übrig haben.
erstmal weiter. Was passiert denn danach? So, die Spinne ist erledigt. Danach kommt noch ein Mekataster und drei mehr Todesspinnen. Und dann beginnt auch gleich die fünfte Phase. Jetzt probiere ich erstmal was anderes. So, was haben wir noch so? Toll, die neuen Attacken wolltest du ja nicht ausrüsten. Wie Force und sowas. Deswegen habe ich nur Speed als Verteidigung. Tja, konnte ja nicht wissen. Ach komm, das kriegen wir hin. Gut, wie auch immer. Auf jeden Fall werde ich jetzt keine verschwenden. Das hebe ich mir lieber auf, wenn die Spinnen da sind. Du kannst natürlich auch den Jungen spielen und die Bazooka ausrüsten. Das sollte auch ordentlich Schaden machen. Haben wir jetzt einiges an Munition gefunden. Oh ja, der Hund tut ein bisschen Nerven. Eben gerade ist kurz aus, als ob der zu Staub wurde. Die AP sind relativ niedlich. Ja, der Hund ist nervig. Der Hund ist natürlich sehr viel stärker. Wenn die Phase vorbei ist, werde ich nochmal einen neuen Slot in Safe State machen, ja? Ja. Wie viele HP hat der denn? Meine Güte. Natürlich muss ausgerichtet der Hund geklont werden. Och, jetzt komm schon. Das ist nicht mal ein Mist, sondern er weicht einfach aus. Ja. Oh Mann. Ja, Zeit für die nächste Heilung. Geschafft. Endlich. So. Also ich save jetzt auf Stage 3. So, dann wird auch gleich wieder ein Mekataster kommen, denke ich. Ja. Genau. Schnell erledigen. Hab ich. Mann, der Junge hat sich total fertig machen lassen gerade. So, Speed Formula. Auf alle, genau, auf alle. Was zum da oben explodiert was? Ja, da kommt jetzt nämlich noch ein Gegner. Das ist ein früherer Boss. Zuerst müssen die Death Spiders erledigt werden. Und der Junge muss geheilt werden, auf jeden Fall. Und nachdem das erledigt ist, der muss schnell erledigt werden, weil der sich sonst komplett heilt, der große Boss. Das heißt, am besten Energize benutzen, um sehr viel Schaden auf einmal auszurichten. Ja, Alchemie kann der leider auch. Meine Güte. Wenigstens ist die Musik jetzt ein bisschen besser. Final Boss-mäßiger. Achtung, der Junge! Ja, ich sehe es gerade. Ich habe versucht zu heilen. Also, laden. Weil das machen wir nicht alles nochmal. Ach, jetzt komm schon. Jetzt habe ich den Dings nicht getroffen. Puh, dann noch jemand geschafft. So. Heilung wirklich vor Aufladen priorisieren. Hallo, ich habe Aufladen gedrückt. Meine Güte, mir hängt das gerade an das White Limit Probleme. Meine Güte, mit 1000 AW sind die immer noch nicht tot. Ich würde eine Heilung casten. Nochmal, wenn ich gerade auflade, dann kann ich nicht casten. Ich hab doch eben gesagt, dann lass das Aufladen doch los zum Casten.
Das wird sich jetzt wahrscheinlich nichts nehmen. Oh ne, die Heilung hat die andere Alchemie neutralisiert. So, die Death Spiders müssen weg. I know. Nachdem die erledigt sind, mache ich den nächsten Safe State. Ich weiß, das ist Cheat, aber das ist mir in dem Fall völlig egal. Er hat sich diesen ewig langen Final Boss ausgedacht. Eine weitere Heilung wäre angebracht. Och! Wieso muss die Spinne sich jetzt plötzlich so schnell bewegen, ey? Ich weiß nicht, wo Spinne ist. Mach ich halt jetzt schnell eine Heilung, wenn du es sagst. Ja. Tja, außerdem tut es sein Heatwave neutralisieren. So, also weg mit der letzten Spinne. Speed brauche ich jetzt ja gleich nicht mehr, das heißt, ich mach gleich jetzt hier einen Superheal. Och. Nervig. Der letzte Spieler muss einfach noch verschwinden. Na komm, das kriegst du hin, das kriegst du hin. Fertig zu machen. Crush. Das ist auch eine Alchemie-Formel. Ach wirklich? Endlich mal tot, diese Death Spider. Wie viele HP haben die? So. Ja, endlich! So. So, die müsst ihr jetzt relativ schnell erledigen, weil er sich sonst heilt, heißt es. Also mach am besten Energize auf den Hund. Kann ich auch beide machen? Ja, na dann. Mach's auch beide. Jetzt leg los. Hui. Meine Güte! Kacke! Der ist beinahe gestunlockt! Also bis jetzt habe ich noch nicht gesehen, dass er sich heilt. Oh, aber jetzt können wir uns mal heilen. Ja, ist Zeit für eine Heilung für euch, ja. Das ist alles, was er heilt? Das ist alles. Und ich hab gedacht, er heilt sich voll, so wie das in der Lösung stand. Das wird überhaupt kein Problem sein dann. Meine Güte. Wie viele HP hat er eigentlich? Oh. Okay, jetzt heilt er sich voll. Das Energize ist noch auf euch drauf, oder? Ja. Solltest du es wieder aktivieren? Das bringt aber nur was auf dem Hund. Hält ziemlich länger. Aha. Und jetzt? Jetzt kommt Carlton. Okay. Ja. Und der soll relativ leicht sein. Also mach ihn einfach fertig. Und heil, wenn's sein muss. Ja, jetzt wird's Zeit zu heilen. Ich probier's. Ich konnte nicht schnell. Ich hab die ganze Zeit gedrückt, aber ich konnte die Heilung, das Menü ist nicht aufgegangen. Och, na toll. Tut mir leid. Dass ich halt keinen Safe State so weit vorne hatte. Das nächste Mal mache ich einen. Kannst du aber auch ausweichen, dieses. Probier ich ja. Also nicht von dem, sondern von Carlton dann am Ende. Habe ich auch probiert. Aber dann hat er mich in der Lok gehabt, dann habe ich nichts mehr machen können. Super.
Zeit, euch zu heilen. Super hier, würde ich sagen. Tja. Wenigstens ist es jetzt fast vorbei. Auch wenn die Story einfach nicht viel Sinn ergab. Nein, definitiv nicht. Jetzt reicht's mir langsam, ich brauche wieder Speed. Ja. Das trifft uns nämlich weniger. Uff, 1667. Heilung wäre angebracht. Na toll, gerade jetzt. Oh Mann. Das dauert gerade ewig. Wieder Energizer auf den Mund. Ja, ich weiß. Und dann solltet ihr es eigentlich hinbekommen. Der macht so scheiße. Kein Wunder, das lädt sich ja super schnell auf mit Energize. Ach wirklich, fällt dir jetzt erst auf? Ja. So eine mächtige Formel. Ja, jetzt scheißegal, ob Speed weg ist. So, okay, jetzt. Okay, jetzt mache ich wieder ein Safe State. Eine neue. Ich bin gerade nur dazu da, die Safe States zu machen, stimmt's? Hör zu! Ja, was zum? Genau das meine ich. Vielleicht sollten wir den Jungen lieber spielen in der Phase. Und wir stellen den Jungen mal schnell auf defensiv, damit er nicht hingeht. Wieso geht es super hier gerade nur auf ihn? Weil der Hund tot ist. Oh, super. Dann das heil dich mal normal und tu dann den Hund wiederbeleben. Ich lenke ihn trotzdem ab. Nicht schlecht. So. Das wieder lebt den Hund wieder und dann den Hund noch heilen. Heile Güte. Noch ein Super Heal. Dann könntest du wieder Speed benutzen, oder? Vielleicht könntest du auf dem Jungen einfach mal die Bazooka benutzen. Achtung, ihr seid. Das sind die Explosionen, die so viel Schaden machen. Die dürft ihr nicht rein. Langsam geht die Heilung außen. Das dann blocken hier. Ja, genau. Und jetzt habe ich hier das Problem. Ja, er ist ja so viel einfacher als die ganzen Bosse davor. Stand da drin. Kann ich auch nichts für. Weißt du, machst du konstant nur noch Heilung, Junge. Bewegt sich ja auch die ganze Zeit immer voll in den sein. Wie gesagt, spiel doch mit dem Jungen, damit du ausweichen kannst. Ich komm nicht weg. So. Und nimm die Bazooka zum Angreifen. Du hörst überhaupt nicht auf mich hier.
nehme ich jetzt einfach das hier. So. Wenn er noch Energize macht, gibt es vielleicht noch mehr Schaden. Ich kann nicht aufladen. Ja klar, die Bazooka hat auch kein Level, deswegen kannst du ja nicht aufladen. Deswegen bringt mir Energize nichts. Energize ist, damit ich sofort Energie habe. Ach so, das hat sich danach angehört, als ob man... als ob jeder Schlag stärker wird. Guck, so klappt das gleich viel besser, oder? Dafür ist mein Hund jetzt so gut wie mausetot. Ja. Aber ist mir jetzt egal. Du kannst ihn ja wiederbeleben, wenn du willst. Bringt ja nichts. Guck, von klappt das. So, jetzt will ich doch mal probieren, Energize. Ich hoffe nicht, dass das was bringt. Was zum? Ja, du musst neue Munition einsetzen. Was zum? Hä? Wieso klappt das jetzt nicht? Ist die schon leer? Das kann doch nicht sein. Da sind doch noch welche. Hä? Was soll denn der Mist? Oder ist das das Problem von Energize? Das kann natürlich sein. Ja, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Dann immer eine andere Waffe, bis Energize abläuft. Die habe ich noch nicht probiert. Ja. Das bringt mir gerade überhaupt nichts. Na dann heil dich lieber mal. Willst du dich nicht mal heilen? Ja, sorry. Lieber will ich jetzt sterben, als weil das ist ja absolut scheiße hier gerade. Ja, warte doch mal ab, bis Energize abläuft und dann kannst du dich auch heilen. Wir können ja immer noch den Safe State neu laden. Ich bleib dir jetzt nicht ewig. So, jetzt ist es weg. Ja, da kommt Energize. Dann haben wir jetzt wenigstens was gelernt. Die Güte. Ist das auf den Hund abgesehen? Für der tot ist. Sozusagen. Jetzt scheint sie leer zu sein. Wow. Autsch. Ein schöner Wicht, ja. Was ist... Da ist was anderes drin, ich denke Cryoblast. Doch, ich hatte Cryoblast drin. Hä? Okay. Ich glaube, ich fühle mich wohler, wenn ich hier jetzt nochmal ein Safe State setze in einem neuen State. Ja. Vielleicht geht das nur, wenn sie voll aufgeladen ist mit dem Schuss. Ach so, ja. Das kann natürlich sein, ja. Ja. War das vielleicht der einzige Grund, weshalb das... Nee, das kann nicht sein. Weil ich vorhin habe ich auf bis 100% gewartet mit Energize. Dann war da wohl wirklich ein Bug. Ist der denn endlich tot? Sag ich's doch, der Hund war wesentlich praktischer, was das betrifft. Ja, aber das Problem ist, wenn du den Hund benutzt, dann wird der Junge sterben. Wenigstens kannst du den damit schön Schaden zufügen. Das interessiert mich doch jetzt einfach mal, wie viele HP der hat. Hier steht's nicht. Jetzt habe ich mich total beschrieben. Okay, noch Evermore. Kaltrin. So, da ist die Wiki. Da steht ja wohl hoffentlich drauf, wie viele HP der hat. Also steht es auch in dem Guide drin, den du hattest, aber gut. Da stand aber nichts. Da steht nicht, wie viele HP der hat.
Ich finde überhaupt nichts über HP. So, da haben wir ihn. 30.000! Ich habe ihn besiegt. Ah, endlich! Ja, ewig gedauert. Noch Zeit. Meine Güte. You're going to pay for this, filthy human! Not so fast, Metalhead! No! Losing power! So hat das also beendet. Cauldron has left the building! Hohoho! Looks like his insidious villain days are over. Oh god, wie auch immer. So, Professor, what's going to happen to Evermore now? That's a good question. I'm not sure. It was Cauldron's influence that created the evil elements on Evermore. Now that he's unplugged, I would suspect those elements should be going away. You can take a look for yourself. I will virtually put you into the scene with my Project-O-Matic Zeptron Simulator. Ich muss gar nicht wegtrinken, deswegen muss ich schnell lesen. Let's see. Twist this knob. Pull this lever. Yes. That should do it. Ach, und jetzt schauen wir uns an, wie hier alle Monster verschwinden, ja? Die Löcher sind weg. Hui, die waren also auch was Böses. Ich wusste es. Die ganzen menschenfressenden Pflanzen sind weg. Die Büsche sind weg. Die Spinnen sind weg. Mann, fantastisch. Wow, besonders diese dramatische Musik dabei. Musik? Welche Musik? Richtig. Wir gehen einfach wieder weg, ja. Ja, also irgendwie ist das da unspektakulär. Und wie? Supi. Der Rock, der nervt gerade im Hintergrund. Ja, den machen wir dann gleich aus. Das war ja ziemlich spektakulär. Ja. Wow, it looks like the big battle scene in Monster Quake down there. Yes, I believe that Evermore is on a collision course for destruction. With Cauldron's influence gone, the balance of the world is completely offset. The only way to reverse the problem is to remove our own influence on the world. We have to leave now and take our friends with us. Or Evermore will be nevermore, forevermore. Echt jetzt? Oh man. Will der auch mal was tun? Oder läuft er nur hin und her? Oh, this is not good. Weil du so getrödelt hast. Ja, die ganze Zeit hin und her laufen kann ich auch. Things are getting much worse. I don't know if this old space station can handle it. Little, you've got to go down there. You've got to find Elizabeth, Horace and Camellia and bring them here. Then we will return to Podunk together. Wir wissen, wo sie sind. It's the only hope for Evermore and for us. We'll do it. What do you suppose our chances are? Never tell me the odds or what. Yeah, genau. Let's see. Integrate this function. Differentiate the result. Take an eigenvector here. Inverted. Carry the 3. Your chances for success are roughly zip. Yeah. But you've got to give it a try. Let's go, TK Beast. We've got to get our friends. Kein Wuff? Nö. Ich nehme an, jetzt haben wir nur noch den Rest vom Spiel anzuschauen. Ja. Okay,
geht alles automatisch, schätze ich. Ja, ich kann nichts machen. I don't know what's happening if this quake birds the villagers doomed. The quakes have never been this bad. I fear you may be right. Ich lese jetzt mal schnell vor. Yeah. Elizabeth, achso, das ist der You've got to come with us. Evermore is coming apart and we are the cause. Strongheart, I must leave, but I'd like to thank you and the whole village. You've all been so kind to me. These bone shakes are getting worse and I'm afraid that's because of me. Fire Eyes, Elizabeth, don't talk like this. The ground is not your fault. So viel zu schnell. I'm afraid that is your friend and things will only get worse if I stay. Elizabeth, are you ready to go? Yes, in just a moment. Ja, genau, alles geht wieder gut. Sniff, Strongheart, Sniff, I didn't think this would be so hard. I know, little one, I know. But you should go now. Your future is out there, not you here. You are future, echt jetzt, echt yeah. jetzt. Oh ja, yeah. Ich hab's richtig gesagt. We'll always have a home here, Fire Eyes. Was war das denn gerade für eine Aktion? Gut, bei Horus hast nur du zu reden, denke ich. Ja, ja, ja. Ja, diese Grafikfehler. Das passt aber jetzt, die Welt geht unter. Ja. Nur weil ein Gewitter ist. Ich hätte nicht mal den Hund dabei. Nochmal, ich rede jetzt in alte Mannensprache nur. These quakes are getting worse. I think you're right, my friend. People haven't started to panic yet. If things don't improve, there will soon be a chaos, I say. Was? Bounce, lad. Take your time now. What is it? Evermore's coming apart. We've got to leave. Leave? We should stay and help these people. But we are the problem. We don't belong here anymore. The longer we stay, the worse it will get. Russ, if the boy's right, you should leave immediately. Don't worry, I can take care of things here. I know you can, my friend. You are a good man, Matronius. As you are, Russ Highwater, it has been an honor knowing you. Also noch mehr runterrushen können sie das jetzt nicht, ja? Nicht jetzt, ja. So, holen wir die letzte. Ja. Die Welt wird immer grüner. Das ist Pissregen. Echt? Aber Pisse ist doch nicht grün. Ach, nicht? Oh, da soll ich mal zum Arzt gehen. Oh, dear. I'm so scared. Camellia, we have to go. Evermore is shaking apart. No time to explain. Wieso geht es jetzt plötzlich so langsam? Weil es alles so shaked. Camellia, my sweet, don't leave me! You heard the boy, you can have the castle! Wow! Tolle, tolle Trennung! Ja, die Liebe spürt man förmlich. Jetzt ist alles rosa. Ja. Da müssen wir nicht noch den Professor jetzt holen. Wir mussten extra dahin, um nach Amonitopia zurückzugehen, ja. Ja, machen wir schön Platz hier. Ja. Und was ist mit uns? Hurry, friends! We've got to go back to Podunk! Running out of time! Goodbye, Cauldron. I'll see you on the other side. Nimmst du den etwa mit? Mein Gott, ob es letztlich so viel Zeit? Ja. There's little. There's not much time. Ich habe das Schiff geflogen. Wo bleibe ich? Ja, das würde ich auch gern wissen. I hope that he makes it. Jetzt ist dir so viel Zeit gelassen. Let's go, TK Beast. Come on.
Forget about the cat. You've got to go back to Podunk. Hey, die Katze ist vielleicht auch schuld. Tja, wer weiß. Whoa, that was intense. Dang, wo ist Tiger Beast? Das ist ja wieder der normale Hund. Hi, Tiger Beast. It's good to see you that you are back to normal. Everything is normal. Das nennst du normal? Deine Stadt ist das reinste. Good old Podunk. Nothing strange here. I wonder if that whole adventure was just a product of our overly active imaginations. Wow, die Force. Wow! I think we've got our answer. Ein Film? Well, we are safe. Das schnell. That was a close call. It certainly was. Now our adventure begins in this real world. It's not 1964. Verdammt. Now that it was time to go, but I'm going to miss my village. And I will miss my kingdom. I wonder what will become of Evermore. Das war's? Das war's, ja. Hurra und... Haben wir irgendwas zu sagen, was wir noch nicht gesagt haben, während wir dieses Spiel gespielt haben? Eigentlich nicht wirklich. Wir hatten eher mehr Negatives zu sagen, was eigentlich ziemlich schade ist. Es hat Potenzial, sagen wir es mal so, aber die haben das Potenzial total verhauen. Ja. Viele Sachen waren einfach nur super nervig gewesen. Mhm. Viele Elemente, warum musste jede Karte ein Labyrinth sein? Man hätte sehr viel früher Fast Travel kriegen sollen oder sowas. Ja. Und warum musste man jede Waffe wieder extra leveln? Wieso haben die sich das nicht einfach geteilt, die Waffengattung und das mit der Alchemie? Warum muss man die leveln, wenn man dafür Zutaten braucht? Ja, das ist, da haben sie einfach überhaupt nicht nachgedacht. Aber es gibt sogar einen Grund dafür, dieses Spiel wurde sozusagen von all diesen Leuten zusammengerührt. Da hat jeder seine Ideen in einen Topf geworfen und die wurden dann alle zu dem Spiel gerührt. Und warum kein eingebauter Zwei-Spieler-Modus? Ich glaube, da ist ihnen der Zeit auch für ausgegangen, habe ich gehört. Trotzdem, das ist, Und, was gibt's noch? Du hast eigentlich quasi schon alles gesagt. Und vor allem halt auch, hast du wirklich null Hinweise bei irgendwelchen Labyrinthen oder sonst irgendwas bekommst, was du zu tun hast oder machen kannst. Allerdings musst du mal alles sich irgendwie selber zusammenreiben. Denn die Flugmaschine. Wir reden hier vor allem von einer Zeit, wo es sowas wie Internet und sowas noch nicht gab. Also woher soll... Das Ding ist mit einem eingebauten Lösungsbuch ausgeliefert worden, deswegen. Gut, wenn es dabei war, dann sage ich nix. Aber wenn du das extra das kaufen müssen, würde ich sagen... Nee, das war bei jeder Spielpackung dabei. Okay. Oh Mann, die bösen Roboter. Ja. Ja, dann wenn es nicht so gewesen wäre, dann würde ich sagen, war es absolut, da steht was. Ja, danke an die Spieler. Wenigstens sind die Credits auch schön kurz. So, passiert noch was oder nicht? Tja, wolltest du jetzt echt warten? Der Part ist schon eine Stunde lang, ich würde ihn jetzt beenden. Passiert nichts mehr, ich kann nichts machen. Ah doch. Halte, da ist echt eine After-Credit-Szene? Ne? Nee, es geht wieder von vorne los. Na dann sagen wir vielen Dank fürs Zusehen, schreibt uns doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und wir hoffen, wir sehen uns dann im nächsten Projekt wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.